Dann fehlt ja nur noch der Hinweis, wie man diese kumulierten Wahrscheinlichkeiten dann überhaupt berechnet. Bedenke, hinter jeder Einzelwahrscheinlichkeit steckt eine Bernoulli-Formel. Die für genau 0 Erfolge, die für einen Erfolg, die für 2 Erfolge und so weiter und so fort. Für höchstens 10 Erfolge sind dann 11 Einzelwahrscheinlichkeiten zu berechnen. 11-mal diese Bernoulli-Formel in den Taschenrechner einzutippen. Halleluja. Halleluja, Schmalleluja. Niemand, aber auch wirklich niemand tippt 11-mal hintereinander die Bernoulli-Formel in den Taschenrechner. Stattdessen guckt man in vorgefertigte Tabellen. Tabellen mit einem riesigen Zahlenwirrwarr und einem Special-Trick, den du auf jeden Fall beherrschen solltest. Was, wo, wie genau? All das in diesem Video. Diese Tabellen findest du auch bei dir im Tafelwerk. Suche aber unbedingt nach der richtigen Überschrift. Meistens steht dort summierte Wahrscheinlichkeitsverteilung, summierte Binomialverteilung oder kumulierte Binomialverteilung. Und keine Panik, wenn deine Tabelle optisch vielleicht ein klein wenig anders aussieht als meine hier. Der Grundaufbau und die Vorgehensweise sind immer gleich. Starten wir mit dem ersten Beispiel, einer Bernoulli-Kette der Länge 25. Irgendein Bernoulli-Experiment wird also 25 Mal wiederholt. Für den Anfang heute soll es dieses Glücksrad sein, welches 25 Mal hintereinander gedreht wird. Bleibt der Zeiger auf dem hellen Bereich stehen, zählen wir das als Erfolg. Schwarz ist der Misserfolg. Ein genauer Blick auf die Felder liefert dir auch die Erfolgswahrscheinlichkeit P. In genau 2 der 5 gleich großen Felder tritt der Erfolg ein. Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt somit bei 2/5 oder 0,4. Und dann kommt sie, die in der Binomialverteilung so häufig gestellte Frage. Wie wahrscheinlich ist es, bei den 25 Wiederholungen höchstens 10 Erfolge zu haben, höchstens 10 Mal das helle Feld zu drehen? Aus dieser Frage entnimmst du das letzte Puzzleteil für deine Tabelle, nämlich die Erfolgszahl K. Okay, nur zur Orientierung. Da unsere Erfolgswahrscheinlichkeit kleiner als 0,5 ist, musst du alle drei Parameter, N, P und K, in diesem Bereich hier suchen. Wenn, aber auch wirklich nur wenn, die Erfolgswahrscheinlichkeit größer als 0,5 wäre, dann liest du die Werte für N, P und K in diesem Bereich ab. Das wird am Ende des Videos nochmal wichtig werden. Beginne zuerst damit, den richtigen Block zu finden. Der zu den 25 Wiederholungen gehört. Du findest ihn in der ersten Spalte ganz links, dort wo n ist gleich 25 steht. Wie viele Erfolge es innerhalb der 25 Wiederholungen gewesen sein sollen, das steht direkt in der Spalte rechts daneben. Hier im Beispiel von 0 Erfolgen bis zu den höchstens 22 Erfolgen. Nachdem du den richtigen Block ausgewählt hast, suchst du dir also die richtige Zeile, die für höchstens 10 Erfolge. Und damit steht dann schon mal fest, irgendwo in dieser Zeile muss die gesuchte Wahrscheinlichkeit stehen. Fehlt nur noch der letzte Schritt, für den die Erfolgswahrscheinlichkeit P ist gleich 0,4 ins Spiel kommt. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten findest du, wie bereits angedeutet, in der ersten Zeile, im Kopf der Tabelle. Sobald du dort die 0,4 gefunden hast, gehst du einfach senkrecht nach unten, bis du im Block mit den 25 Wiederholungen bei den höchstens 10 Erfolgen landest. Quasi dort, wo sich Spalte und Zeile kreuzen. Und siehe da, die Wahrscheinlichkeit für höchstens 10 Erfolge beträgt 0,5858 oder 58,58%. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an, bei dem ein Bernoulli-Experiment 50 Mal wiederholt wird. Die Erfolgswahrscheinlichkeit stets gleich bleibt und du bestimmen sollst, wie groß die Wahrscheinlichkeit für höchstens 8 Erfolge ist. Falls es dir hilft, stelle dir einfach einen fairen Würfel vor, der 50 Mal geworfen wird und man danach fragt, wie wahrscheinlich es ist, höchstens 8 Mal die 2 zu werfen. Wieder suchst du die passende Tabelle im Tafelwerk, dieses Mal mit n ist gleich 50, und richtest deinen ersten Blick auf die Anzahl der Erfolge. Du suchst in der Spalte die 8 Erfolge und erhältst damit diese Zeile, in der sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit verstecken muss. Als nächstes suchst du die Spalte mit der Erfolgswahrscheinlichkeit 1/6, und da, wo sich Zeile und Spalte kreuzen, dort findest du die Wahrscheinlichkeit für höchstens 8 Erfolge. Sie liegt bei 0,5421
und damit bei etwas mehr als 50%. Kurzer Check, ob das halbwegs Sinn macht. Im Histogramm entspricht die Wahrscheinlichkeit für höchstens 8 Erfolge der Summe der ersten 9 Balken von 0 Erfolgen bis einschließlich 8 Erfolgen. Und jabadabadu, das sieht nach etwas mehr als der Hälfte aus. Bisher also nichts Spektakuläres. Richtige Tabelle auswählen, Zeile für die Erfolgszahl suchen, Spalte für die Erfolgswahrscheinlichkeit suchen und ablesen. Und doch gibt es wieder einen kleinen Kniff an der ganzen Sache. Wie bereits vorhin erwähnt, liest man für Erfolgswahrscheinlichkeiten größer als 0,5 die Werte von N, P und K nicht in diesem Bereich, sondern in diesem Bereich hier ab. Unten sucht man die 0,8, rechts die höchstens 76 Erfolge. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens 76 Erfolge bei 100 Wiederholungen liegt demnach laut Tafelwerk bei 81,09%. Aber sind es wirklich mehr als 80%? Entspricht die Summe aller Balken von 0 bis zu den 76 Erfolgen wirklich mehr als 80%? Sieht eher nach 20% aus. Oder es sieht eher so aus, als ob sich die 80% in den Balken hier hinten im Gegenereignis verstecken. Und genau diesen Hinweis gibt dir auch das Tafelwerk. Und zwar in diesem kleinen Block hier unten. Dort steht, und ich zitiere, werden Werte über den nicht hinterlegten, kursiv gedruckten Eingang der Tabelle abgelesen. Also für P ist größer gleich 0,5. So muss die Differenz 1 minus abgelesener Wert ermittelt werden. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens 76 Erfolge entspricht also nicht dem abgelesenen Wert von 0,1809. Du musst diese noch von 1 abziehen, was dir am Ende eine Wahrscheinlichkeit von 0,1891 liefert. Aber denke daran, den abgelesenen Wert nur dann von 1 abziehen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit größer als 0,5 ist. Und übrigens für die Interessierten unter euch, die sich fragen, warum das so ist, den Beweis habe ich dir hier nochmal kurz aufgeschrieben. Wenn du also magst, pausiere und geh das Ganze einmal durch. Falls du Fragen dazu hast, hau in die Tasten und schreibe es in die Kommentare. Zum Abschluss möchte ich dir noch die Chance geben, den Umgang mit dem Tafelwerk an 4 Beispielen ein wenig zu üben. Ich gebe also die Parameter N, P und K vor und du bestimmst mit deinem Tafelwerk die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Pausiere dazu kurz das Video, schaue in deinem Tafelwerk nach, bevor ich dir die Lösung direkt im Anschluss zeige. Bevor du damit aber startest, noch kurz der folgende Hinweis. Im nächsten Video kannst du dein Wissen aus dem heutigen direkt anwenden. Dort zeige ich dir nämlich, wie wir nicht nur die Wahrscheinlichkeit für höchstens K-Erfolge bestimmen, da geht es dann endlich auch um die typischen Keywords mindestens, höchstens, mehr als und so weiter. Wenn du also Zeit und Lust hast, schau direkt danach vorbei. Nun aber zurück zu deiner Übung.